Hallo und herzlich willkommen bei So macht Katz das. Meerschweinchen lieben ja Tunnel. Ich kenne kein einziges Meerschweinchen, das einfach so an einem Tunnel vorbeispazieren würde. Die müssen da einfach durchlaufen. Das scheint irgendwie genetisch vorprogrammiert zu sein. Und dabei haben sie eine Riesenfreude und quietschen und hüpfen, dass es eine wahre Pracht ist. Du kannst deinen Schweinchen also eine Riesenfreude machen, indem du ihnen einen oder mehrere Tunnel ins Gehege stellst. Und dabei musst du nicht mal diese teuren Tunnel aus dem Handel kaufen, die manchmal auch nicht mal lange halten, sondern kannst dir ganz einfach und schnell einen robusten Tunnel selber basteln. Und wie das geht, das zeige ich dir gleich. Alles, was du dafür brauchst, ist eine alte, lange Hose, für die du keine Verwendung mehr hast. Und von dieser Hose schneiden wir einfach vom Hosenbein so viel ab, wie du für den Tunnel brauchst. Wenn du einen kurzen Tunnel machen möchtest, dann schneidest du natürlich weniger ab. Ich möchte heute einen langen Tunnel nähen oder basteln und deshalb schneide ich das ganze Hosenbein ab. Wenn du möchtest, dass deine Schweinchen noch länger Freude an dem Tunnel haben und er nicht nach der ersten Wäsche schon ausfranst, dann nähst du an der Schnittstelle einfach mal kurz um. Tja, der Tunnel ist jetzt eigentlich schon fertig. Alles, was ich jetzt noch mache, ist rechts und links in den Eingang eine kleine Weidenbrücke reinzustecken, denn so können die Schweinchen leichter rein und rauslaufen. Und dann kann der Spaß auch schon losgehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Tschüss!